Heute findet der erste NetDoctor-Gesundheitstag auf der Summerstage unter Beisein des Ministers Alois Stöger statt. Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Gesundheitswesen sind dieser Einladung gefolgt. Grüß Gott, schönen Abend, danke fürs Kommen. Es ist mir eine große Ehre, heute den Bundesminister Alois Stöger zu begrüßen, der extra trotz Wahlkampfs wahrscheinlich, der für ihn anstrengend ist, heute zu uns gekommen ist. Ich bin, glaube fest daran, dass im Digitalbereich das Gesundheitswesen noch viel, viel stärker kommt. Ja. Viele haben ein bisschen Angst davor. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man das immer mit großer Qualität macht und mit großer Vorsicht, weil viele Menschen sich schon sehr stark an dem orientieren. NetDoctor.at, Österreichs größtes Gesundheitsportal, seit 1999 im Markt und seit Juni 2013, also seit 2 Monaten, in völlig neuen Glanz. Mehr als 1,2 Millionen unique Besucher, fast 2 Millionen Besuche im Monat zeigen von einer beeindruckenden Leistungskraft dieses Portals. Meine lieben Net-Doktorinnen und Doktoren und liebe Freunde, ich finde ja das ein tolles Produkt, nämlich es geht darum, Menschen zu erreichen und Gesundheitsinformation weiterzugeben. Es ist für mich ganz wichtig, dass man gerade Jungen, gerade auch Zielgruppen erreicht, die man möglicherweise sonst nicht erreicht. Das Besondere ist, dass hier Information schnell zur Verfügung ist. Das Wichtige ist, und da danke ich dafür, dass es eine seriöse Auseinandersetzung mit den Inhalten gibt, dass das fachlich geprüft ist und dass hier richtige Informationen auch weitergegeben werden. NetDoctor ist die vertrauenswürdige Quelle, über Internet medizinische Informationen zu bekommen. Nein, eine vertrauenswürdige Gesundheitsplattform macht aus, dass man, glaube ich, über viele Jahre beweist, seriöse Qualität abzuliefern. Das Internet wird immer wichtiger. Die Menschen beziehen Informationen aus dem Internet. Insofern braucht es gerade, wenn es um Gesundheit geht, qualitative Angebote. Also es ersetzt natürlich nicht den Arzt, aber es ist vor allem für viele Menschen, für Sachen, die man nicht gern öffentlich bespricht, also Sexualität, Depression oder Sucht, gewisse, tun die Leute eigentlich ganz gern sich auch im Internet beraten lassen. Ich glaube, dass die mündigen Patienten oder solche, die es werden wollen, immer stärker darauf zugreifen werden. Und so gesehen ist dieses Portal natürlich eine gute Antwort darauf. Das Internet hat sicherlich eine relativ große Bedeutung für viele Patienten, weil es einfach ein niederschwelliger Zugang ist. Ich glaube auch, dass das aus Sicht der Ärztekammer eine sinnvolle Ergänzung ist zum Arztbesuch. Es sollte nur, wie heute auch schon in Vorträgen gesagt wurde und in Statements gesagt wurde, nicht den Arztbesuch ersetzen, aber der informierte Patient kann nur ein Vorteil sein, egal ob im Spitalsbereich oder in der Arztordination. Ja, es ist sogar so weit heute in der Wissensfülle, dass ich als Arzt ebenfalls ins Internet einsteige und mir Informationen hole. Wenn wir eine Meinung hören, dann können wir im Internet nachschauen und andere Meinungen damit vergleichen, andere Meinungen vergleichen. Und ich glaube, dass Internet eben eine ganz, ganz tolle Plattform ist, um auf Nummer sicher zu gehen. Die Leute wollen nicht wegen jeder Frage zum Arzt oder zum Apotheker, sondern sie wollen sich selbst informieren, Stichwort mündiger Patient. Ganz wesentlich, ein Megatrend der Zukunft, würde ich sagen. Ja. Es ist eine Möglichkeit, sehr schnell zu Informationen zu kommen, sehr unkompliziert zu Informationen zu kommen. Allerdings muss man aus der Vielfalt der Informationen dann auch auswählen. Ja, das ist ganz wichtig. Es muss eine starke Redaktion dahinter sein, die mit Menschen besetzt ist, die sich auskennen, also in dem Fall Ärzten, die Inhalte kontrollieren, damit dort kein Blödsinn umsteht, weil die Leute vertrauen dem, ja, und das ist ja auch nicht ungefährlich. Also das ist ganz wichtig, dass sozusagen die Redaktion das betreut und dass gut ausgebildete Leute sind. Ob mir das Handy hilft, gesund und fit zu bleiben? Naja, wenn ich es suche, weil ich es verlegt habe, dann hilft es mir, gesund und fit zu bleiben. Nein, ich habe, glaube ich, ein oder zwei Apps, die ich schon ab und zu verwende, ja. Aber ja, es ist halt ein Hilfsmittel, den inneren Schweinehund ein bisschen besser zu überwinden. Also das, was ich jetzt schon gesehen habe, das klingt ansprechend, das
ist moderner und das lädt ein, Informationen auch anzusehen und sich zu informieren über Gesundheitsfragen. Vom Pressing gefällt es mir irrsinnig gut und wenn es gelingt, auch weiterhin diese gute Qualität zu halten, dann wird es das unschlagbare Produkt sein in Österreich. Schön gemacht, gut gemacht, modern gemacht, man kann die Dinge gut finden, übersichtlich, gelungen. Ich glaube, das, was ich heute gesehen habe, ist auch dieses Content-basierte, diese semantische Suche. Das sind Dinge, die sind modern, die sind auch hilfreich. Und so gesehen, glaube ich, ist es eine gute Sache, dass auch diese sozusagen bewährte Plattform jetzt erneuert und weiter ausgebaut wird. Also ich habe den NetDoktor immer schon gemacht. Ich bin jetzt nicht so versessen aufs Design, aber er gefällt mir jetzt im neuen Setup auch sehr gut. Und er ist ein wenig übersichtlicher und aufgeräumter geworden. Wir freuen uns sehr über den Erfolg dieser Veranstaltung heute Abend, dass so viele Personen aus Gesundheit, Medizin und Pharma dieser Einladung gefolgt sind. Auch Bundesminister Stöger war da, was uns sehr gefreut hat. Und in Summe resümieren wir über einen hoch erfolgreichen Launch von NetDoktor.at und freuen uns über die viele positive Rückmeldung, die wir am heutigen Abend zu unserem tollen Produkt bekommen haben.